Okay, die Olle ist schon mal irgendwie, die nervt. Ich mag es nicht, kritisiert zu werden. So, na gut, okay, jetzt können wir einfach nur das Ding mitnehmen, dann können wir den, nehmen wir den Gasbrenner mit. Let's go outside now. What did we learn? I'm not ready for a gun. No, Clem. We learned that everything we will ever do is dangerous. We'll get better, smarter, and faster, okay? Okay. So, jetzt haben wir das Ding, wo auch immer der das hingepackt hat. You sure you're okay? Yeah, I'm a little shaky. It'll pass. So, dann werden wir jetzt mal wieder rausgehen, dann... There's gotta be something useful in here. Na gut, dort kommen wir eh nie lang. So, dann gehen wir jetzt wieder raus. Gehen wir zurück, schmeißen den Tank ab und na, schauen wir mal, ob das dann weitergeht. I found a blowtorch in the station. Should make quick work of the coupling up there. Excellent. I'll come up there with you to have a look. So, dann mal schnell da hoch, dann werden wir das Ding abschweißen. Durchschweißen, wegschweißen, dran vorbeischweißen und dann schauen wir mal. Hoffentlich fällt er günstig, dass wir direkt weitermachen können. Warum steht denn der da oben? Und weg damit. Shit. What's up? The hose has a leak in it. Turn it off, dude. I don't want my eyebrows burned off. Better plug that leak with something. Ja, wir haben ja Klebeband schon gefunden. Das ist sehr schön. Der Typ sieht irgendwie seltsam aus. So, und... weiter geht's. That's crazy. Look at it go. Just about got it. Whoa, thanks. No sweat, man. This thing is hanging by a thread. The smallest cut and it'll go. I can't reach it now. Damn it, it was just about done too. Crap. Ja, wie komme ich da, wie soll ich da jetzt rankommen? Hä? Ja. Here, the weak portion of the coupling's out of my reach. You think it'll be within mine? No, but I'm gonna dangle you over that ledge. The hell you are. God, you're a real son of a bitch, aren't you? Shut up and start cutting. Ach du Scheiße. Guys, there's something coming. What the what? There must be thousands. We gotta go! Fuck. Omi, cut! Cut! I am! It's going! Pull me up! Ja, war ja klar. Can he go? Clementine ist drin, der Penner ist drin, die sind drin. Shit! What the hell do we do now? Da werden wir nie runterkommen. Hope to God this works. Holy crap! So, das sollte die aufhalten und wir springen da an der anderen Seite einfach runter. We gotta jump. What? No way! Ich würde an deiner Seite springen, an deiner Stelle springen. 3, 2, 1, springen! No! Jump, damn it! Still no! Fine! Oh, das ist doch nicht sein Ernst. Run!
Los, rein hier! Omid! You son of a bitch, save him! Omid! Ja, okay, ich hätte vielleicht wirklich zuerst ihn. Das ist im Eifer des Gefechts. Kann das Ding da hinten mal explodieren? Are you hurt? No, we're okay. Speak for yourself. My leg is fucked. We're fine, Clementine. We're fine. Na, und? Das Feuer hat ja gar nichts gebracht. Next stop, the Atlantic. We have to find a boat. We just have to. We will. You'll never get over today. That's all I keep thinking. Try to think about what's ahead of you. That's why I keep thinking it. I'll leave you to your thoughts. She's out cold like I've never seen. What the? Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, what I need? Holy shit. I thought that fucking thing was broken. So did I. Well, it sounds like somebody knows where we're headed. Who the fuck? I don't know, but I doubt we're gonna be happy when we find out. Na, das kann ja super werden. We're almost at the river. You want to get on a boat? Or you want to wait around till the walkers figure out we're here? We need to focus on finding the boat right now, Clem. Like we talked about on the train. I don't know how much longer he can keep on like this. If his leg gets any worse, we're gonna have to carry him. Or leave him. If I were you, I'd get out of the street now. Who the hell is this? Answer me, damn it! So when were you gonna tell us about the radio? Who have you been talking to? You come back here, I'll kill you. You understand? I will kill you! So, das war Episode 4. Hier sehen wir ja nochmal die Übersicht. Wie andere Spieler, allerdings haben wir hier diesmal nur das mit Duck haben alle so gemacht, hat die Mehrzahl gemacht, dass die Duck erschossen haben. Okay, ja, dass die meisten haben Omid geholfen, dass da, ja, das macht auch im Nachhinein mehr Sinn. Mehr Leute haben sich mit Kenny geprügelt. Aber mehr Leute haben die nie zurückgelassen.
die Lilly. Hm, okay. Die meisten haben die also mitgenommen. Und die meisten haben auch das Weib auf der Straße nie erschossen. Naja, gut, okay. Ich stehe zu den Entscheidungen. Außerdem kann man sie eher nie zurücknehmen. So, gut. Also das war die The Walking Dead Episode 3. Ich bin echt gespannt, was da noch in den zwei verbleibenden Episoden noch kommt, weil das ist schon sehr interessant jetzt gerade, wenn ich dran denke, dass Lilly einfach mal so aus nichts heraus die andere da erschossen hat. Also das ist schon heftig, was hier so passiert. Sehr geiles Spiel, wirklich. Und ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Ich hoffe, ihr auch. Ihr seid wieder mit dabei und bis zur nächsten Folge, war. Ich sag tschö mit ö, tschö, macht's gut.